Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge in Rayman Legends. Und ich kann euch gleich sagen, heute ist es sehr, sehr einfach. Heute kann ich wirklich eine Empfehlung geben, diesen Run zu machen. Weil, also ich glaube, ich habe jetzt drei Versuche gebraucht. Der zweite war auch schon ein Goldversuch. Aber ja, ich wollte es nicht knapp schaffen, sondern halt eben ein bisschen besser schaffen. Deswegen, also wenn ihr heute einfach die Grundregeln für Turm ohne Ende beachtet, dann sollte es kein Problem sein. Es gibt recht wenige von diesen Gattertore, die man während dem Sprung durchbrechen muss, sondern meistens sind es halt eben nur Sprungkombinationen. Und wenn ihr die Grundregel beachtet, sammle alle Looms ein, dann ja. Dann sollte es eigentlich alles gar kein Problem sein. Es gibt halt auch keine solchen Tricks, dass sie irgendwie in die Irre führen oder so, sondern es ist wirklich ganz einfaches, stupides Loom sammeln und dann. Das hier war es, glaube ich, das einzigste Gattertor, das mitten im Sprung drin ist, beziehungsweise oben halt eben nochmal als Abschluss von einem Turm kommt auch nochmal eins. So, hier sammeln wir auch wieder ein. Machen Sprung, hier eine Doppelsprungkombination und einfach auf den Bumper drauf springen. So, genau, hier kommt noch mal einer. Hier könnten wir eigentlich durchlaufen, aber es gibt die in zwei Varianten. Einmal geht die Wurzel direkt bis zur Plattform ran und einmal nicht. Das werden wir nachher auch gleich noch sehen. Deswegen mache ich da immer eigentlich ganz gerne einen kleinen Sprung, auch wenn er eigentlich in dem Fall jetzt sinnlos gewesen wäre. So, hier drüber, jetzt wieder auf die Wand, einfach drüber, alles immer nur Loom sammeln. Hier drüber, auch wieder einmal rüber, einmal rüber, da kommt auch noch mal einmal die Durchbrecher. Das hier genau war jetzt das Beispiel. Da kommt die Ranke nicht bis ganz runter zur Wand. Hier ganz wichtig, lasst den Controller los. Das heißt, nicht noch mal extra drücken und dann schafft man das eigentlich auch ganz einfach. Weil der Controller beeinflusst in dem Fall die Flugbahn ein bisschen und da kann es sein, dass man manchmal ein bisschen abstürzt. So, hier auch. Kommen wir rüber. Rüber. Und wir haben auf jeden Fall schon Silber. Aber wollen natürlich noch die Gold. Das hier ist wieder so eine typische Pose. Rüber. Wir ziehen den Controller eigentlich immer in die Flugbahn oder in die Richtung, wo wir halt eben gerade gehen. So, rüber, nochmal. Jetzt hier auch wieder, kennen wir auch schon. Hier verspringe ich mich sogar noch. Peinlich, also es hätte eigentlich auch ein Tod sein können. Naja, früher morgen. So, hier drüber, einmal auf den Ring. Drüber, und jetzt kommt die Goldgrenze, und zwar hier Sprung, Sprung, Schlag, Sprung, Schlag, Sprung. Und schon haben wir das Ganze. Sind wir auf jeden Fall Gold, gehen hier hoch, bekommen die gleiche Kombination noch mal in andere Richtung und bekommen dafür jetzt direkt hier eine Pause bis zu 1100. So, hoch, einmal wieder auf die Ranke, kennen wir auch schon. Rüber, nüber, rüber auf den Bumper, weiter hochspringen. Das Einzige beim Turm ohne Ende, also es geht von den Meterzahlen her echt langsam weiter. Rüber, rüber, auf den Bumper, weiter hoch. Jetzt kommt wieder die Kombination. Kennen wir schon. So, und ja, hier verfehle ich außer eigentlich den Bumper. Aber ihr seht, heute ist es wirklich recht einfach, die Goldmedaille zu bekommen. Deswegen probiert es einfach aus, gebt einen Like, wenn es geklappt hat. Und ja, dann sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann.